Heute, den letzten Tag am Bodensee, möchten wir eine Wanderung durch den Hödinger Dobel durchführen. Der Startpunkt für diese Wanderung liegt zwischen Überlingen und Sipplingen. Dobel oder Dobel ist eine in Süddeutschland, der Schweiz oder Österreich gebräuchliches Wort, was eine enge Schlucht in einem Wald bezeichnet. In einer Wiesenlandschaft finden wir einen kleinen Wanderparkplatz. Für den Einstieg gehen wir den Wirtschaftsweg zurück bis zu dem landwirtschaftlichen Gehöft. Von hier führt uns die Beschilderung zu einem großartigen Stück Natur, dem Hödinger Dobel. Dieser entstand etwa vor 15.000 Jahren während dem Abschmelzen der Gletscher. Als kleiner Bach ließ er im Laufe der Zeit einen prächtigen Tobel entstehen. Auf einer Länge von etwa 2 Kilometer überwindet der Tobelbach ungefähr 170 Meter Gefälle Richtung Bodensee. Dieser tiefe Einschnitt mit Hangrutschungen, Quellenschichten und Kalktuffbildungen ist das Werk starker nacheiszeitlicher Wassererosion. In dieser engen und feuchten Schlucht führt der Weg zwischen hohen, aufragenden Molasse-Felswänden steil aufwärts. Die einzelnen Ebenen überwinden wir mittels schmaler, ungesicherter Holzstufen. Ein dichtes Blätterdach lässt den Himmel oft fast ganz verschwinden. Pflanzen hängen senkrecht über die Felskanten hinunter und in der Mitte plätschert der Bach. Man fühlt sich spontan in einen Dschungel versetzt.
oberen Bereich des Tobels wurde in den letzten Regenepisoden der Vergangenheit ordentlich Material mitgeführt und durcheinander gewürfelt. Doch der Hödinger Tobel wurde nie forstwirtschaftlich genutzt, weshalb eine natürliche Waldgesellschaft erhalten blieb. Trotz sehr rutschiger, teilweise gut matschigen Bedingungen waren wir am oberen Ausgang des Tobels unverletzt. Der weitere Weg führt uns auf der Höhe nach Westen zum Haldenhof. Zuerst verläuft die Wanderroute zwischen Wald und Wiesen, bevor sie in eine reine Wiesenlandschaft mit Streuobstwiesen übergeht. Da der Weg sehr schön an der Hangkante entlang führt, hat man immer wieder beeindruckende Aussichtsplätze auf den See. Bei der Zimmerwiese bietet sich ein besonders schöner Blick über den Bodensee hinweg. Leider hatten wir heute keine Alpensicht.
In westlicher Richtung geht es, teilweise auf Forstwegen oder Pfaden, auf den Höhenrücken ganz hinauf. Im Wald verhindert dieser oft einen freien Blick auf den See. Umso schöner kann man dann die wenigen Plätze mit vollem Panoramablick genießen. Einen vergleichbaren Blick wie vom letzten Aussichtspunkt hat man an dem Biergarten des Haldenhofes. Ein uraltes Gebäude, zurückdatiert auf das 15. Jahrhundert. Der Haldenhof war der ehemalige Versorgungshof der Burg Hohenfels, von der noch einige Reste erhalten sind. Die letzte Wanderetappe ist leicht abgeändert und führt in steilen Serpentinen hinab ins Tal nach Sipplingen. Sipplingen erreicht, gehen wir hinunter zum See und an dessen Ufern vorbei bis zur Touristeninformation. Nachdem wir die Bundesstraße hinter uns gelassen haben, führt der Weg bergan durch den Ort. Der kleine Ort schmiegt sich mit seinen kleinen windenden Gassen und engen Straßen direkt an das nördliche Steilufer. Am Ortsausgang folgen wir der Beschilderung Süßmühle. Wir kommen an Kirschplantagen vorbei, bis ein Wegweiser mit der Aufschrift Kurfürsten uns wieder in den Wald führt. Es sind diese bizarren Sandsäulen mit jeweils einer Steinmütze obendrauf. Sie liegen versteckt etwas abseits im Wald. Eine absolute Sehenswürdigkeit.
Bis zu 7 Meter hoch sind diese Felszinnen, die durch Erosion aus dem umgebenden Gestein herausgearbeitet wurden. Diese Säulen konnten überdauern, da ihre Spitzen durch härtere Felshüte vor der Verwitterung und Abtragung besser geschützt sind. Von den Kurfürsten sind es nur wenige Meter bis zu unserem Auto. Morgen heißt es packen für die Rückreise. Und so geht wieder eine schöne Woche am Bodensee zu Ende.